Liontron 12,8 Volt, 150 Amperestunden. Das Besondere an dieser Batterie ist, dass sie eigentlich die Maße hat von einer 100 Amperestunden, nur ein bisschen höher ist. Und wenn jetzt jemand Platz hat, hat eine 100 da drin, dann kann er das sofort zu einer 150er machen. Und das hat uns natürlich bewogen, dass wir gesagt haben, wir testen mal diese Batterie hier. Grüß dich, Wolfgang, die 150er. Also 50% mehr ist ja gar nicht schlecht bei gleicher Fläche, die du unten hast. Bei gleicher Grundfläche. Ist natürlich auch 50% schwerer, 50% mehr Zellen und etwas höher. So, eine gute Batterie. Der Till hat sich vorbereitet, enorm. Ich zeige das mal gerade. Der hat das Datenblatt. Grüß dich, Till. Hallo, Sven, hallo. Hallo. Was kann ich denn da entnehmen bei der? Also der maximale Entladestrom ist 200 Ampere. 200? 200 Ampere und der Dauerentladestrom 150 Ampere. So, das heißt, wir können 150 Ampere mal 12 Volt, ungefähr 1,8 kW. Entnehmen, ja. Also das sieht man hier. Das Ganze hat ein BMS im Moment. Zeige ich mal gerade den Versuchsaufbau. Wir haben hier die Batterie dran. Wir haben zwei 12-Volt-Kabel. Hier ist ein Zangen-Ampermeter. Wolfgang, wenn du ein bisschen nach links gehst, da ist ein 3-kW-Wechselrichter dran. Der kann bis zu 6 kW. Also die macht er auch wirklich. Also da gehen jetzt 230 Volt raus und mal gucken, 12,9 Volt, glaube ich, oder? Zwischen 12,5 und 12,9. So, gehen raus. Und hier ist der Beamer. Also Beamer braucht im Moment etwa 150 Watt, hat 13,5 Ampere, vielleicht einen Ticken mehr, 160 Watt. Und das ist für den überhaupt kein Problem. Für die Batterie überhaupt nicht, nein. Also 150. Jetzt geht's weiter. Wir haben uns überlegt, okay, was können wir denn hier für Verbraucher anschließen, die Kunden auch ein bisschen nachvollziehen können. Eine Kaffeemaschine zum Beispiel. Ja. Mach mal an. De'Longhi Kaffeemaschine, schalten wir einfach mal an. Also ich glaube, im Wohnmobil kennt die irgendwie jeder. Genau, mach's mal an. Jetzt wird geheizt. Jetzt gehen hier schon mal 103 Ampere raus, zusammen mit dem Beamer. Der ist immer noch an. Und interessanterweise zeigt auch hier das BMS minus 106 Ampere an. Das ist in Ordnung. Also ziemlich, ist relativ genau, muss man sagen. Ja, relativ identisch. Die Zangenampermeter ist ungefähr synchron mit der BMS-Anzeige. Also geeicht sind ja beide nicht, also insofern hat man aber hier eine klare Übersicht. Batteriekapazität sind noch 56%. Dann haben wir unseren typischen Test gemacht. Wir haben jetzt mal geguckt, okay, wie verhält sich denn hier ein Spektrumanalyzer im HF-Bereich, im Hochfrequenzbereich? Auch hier habe ich keine erhöhte Ausstrahlung. Üblicherweise, ich bin hier mit der Antenne direkt neben dem Aufbau, kein Problem. Was ganz wichtig ist, elektromagnetische Störungen. Hier ist ja das BMS eigentlich ein kleiner Computer, oder? Das ist nicht nur ein Computer, ist auch ein Sender. Und die Bluetooth-Geschichte ist ja auch ein Sender. Und da kann man auch was falsch machen, hört sich so einfach an. Aber es gibt auch Bluetooth-Geräte, die stören ganz einfach. Wenn man da nicht Acht gibt vom Hersteller her, das nicht sauber zertifiziert ist, dann kann man da einiges anrichten. Da hat man plötzlich kein Internet mehr oder das Handy funktioniert nicht mehr im besten Fall. Im schlimmsten Fall kann man sogar den Flugfunk stören. Da kriegt man Ärger mit der Behörde. Also was man hier gut sieht, ist, das ist das DAB Plus, das ist dieses neue Radio, Digitalradioband, das immer gerne mal gestört wird. Und das Problem ist, du merkst es nicht, weil einfach der Empfang weg ist. Und das passiert leider des Öfteren im Wohnmobilen, wenn irgendwelche Verbraucher nämlich an sind und das Ganze nicht funktioniert. Also hier, Beamer läuft noch im Hintergrund, der Kaffee ist aufgewärmt, zieh mal bitte links einen Kaffee, linke Taste und... So, auch das ist langweilig. Also hier die Batterie hat 115 Ampere, kann ja 150, richtig? Oder sogar noch mehr? Maximal 200. Also 200. Jetzt machen wir hier mal eine Heißluftfritteuse an, Wolfgang. Oben einmal drehen am Knopf. Einmal drehen. Du kennst sie nicht, habe ich neu organisiert. Also macht mal eine halbe Stunde an. Die wärmt jetzt auf und jetzt sehen wir, jetzt haben wir 200 Ampere kurzzeitig gehabt. Was ist nämlich passiert? Es ist nämlich, die Kaffeemaschine war an, die kurzfristig, die Heißluftfritteuse, jetzt haben wir 101 Ampere Entnahme. Auch jetzt muss man sagen, also hier, das System zeigt an, minus 96 Ampere, das kommt ungefähr hin, passt. Und jetzt ziehen wir uns nochmal einen Kaffee, mal sehen, was passiert. Kommen wir wieder hoch, wahrscheinlich auf 200 Ampere. So, 217 Ampere. Und jetzt sollte eigentlich das BMS, naja,
Ja, wenn das abschalten. Länger zeitig würde es abschalten. Das war aber, ganz kurz, ist ein bisschen Toleranz drin. Ja. Aber das ist gut. Das heißt, also wenn das kurzfristig mal ein Kaffee ist, dann kann die sogar über 200 Ampere. Kaffee und die Heißluftfritteuse. Die läuft auch noch gerade. Hier, das ist beides zusammen, der Kaffee alleine nicht. Der Kaffee wäre ja nur 110 Ampere gewesen. So, jetzt hat man gerade eben über 200 Ampere. Auch das ging, das ist schon mal sehr löblich. Ja. Weil das ist ja genau der Einsatzpunkt. Jetzt machen wir mal einen Föhn an, wenn du mal so lieb bist. Ja, da ist ein Dyson-Föhn. Ich würde dazu sagen, das ist ganz wichtig. Wer dauerhaft zwei solche Verbraucher betreibt oder schon mal betreibt, der sollte eine stärkere Batterie oder zwei nehmen. Weil eine Batterie an ihrer Grenze zu betreiben, dauerhaft, schädigt natürlich auch die Zellen. Genau, Till, wir nehmen mal kurz erklärt, was du gerade gemacht hast. Ich habe den Föhn rein. Ja, wo denn? Wo hast du den reingesteckt, den Föhn? Falsch. In die Haushaltssteckdose. Das ist natürlich super, dass du die da reinsteckst. Ich wollte dich. Hast du ganz toll gemacht. Zieh am besten mal die Heißluftfritteuse raus dafür. Das ist den Heizlüfter können wir auch ausziehen. Genau, jetzt haben wir im Moment eine Stromentnahme von 98 Ampere. Also zurzeit läuft nämlich die Heißluftfritteuse. Till macht den Föhn an und jetzt kommt, ist er auf Stufe 3 oder auf Stufe 1? Ich glaube, auf Stufe 1 ist halt noch das sehen wir sofort. Auf Stufe 1. So, und jetzt haben wir 190 Ampere. Und da können wir es jetzt mal laufen lassen. Ja, das könnte er jetzt wahrscheinlich nur 20 Sekunden und dann schaltet er ab. So, und das passiert. Das heißt, 150 kann sie dauerhaft abgeben. Ja. Ist es ganz lange über 150, also wie wir es eben gesehen haben, dann geht das BMS aus, korrekt? Ja, und das ist so gewollt. Weil das ist nicht eine Frage der Batterie, auch nicht eine Frage der Zelle. Die Zelle kann sehr viel mehr, somit die Batterie auch viel mehr. Aber als Sicherheit schalten wir das ab, weil es gibt viele Bauteile, sowohl im Wohnmobil als auch in der Batterie, die, wenn die Außentemperatur sehr warm ist, im Sommer könnte es ja sein, dass wir eine Außentemperatur haben von 50 Grad, plus diese hohe Leistung, dann könnte es zu Temperaturen kommen, da könnten Kabel anfangen zu schmelzen, könnte was brennen. Und deshalb ist diese Sicherheitsabschaltung gemacht. Und um die Batteriezellen zu schützen, weil wenn die dauerhaft an ihrer oberen Grenze belastet werden, leben die halt nicht so lange. Jetzt kommt es ganz schön. Mach mal dein Handy bitte an, Wolfgang. Dann zeigen wir mal, die Batterie spricht nämlich mit dir, sogar in Deutsch. Ja, sie spricht in Deutsch. Man kann es vorher einstellen. Kann, glaube ich, 60 Sprachen. So, und da unten? Jetzt ein rotes Dreieck. Rotes Dreieck. So, das heißt, da ist irgendwas. Jetzt gehe ich auf die Batterie. Jetzt sagt er, momentan ist alles in Ordnung. Das heißt, die hat schon wieder zurückgeschaltet. Hätten wir das früher gesehen, hätte er gesagt, du hast... Komm, wir machen es mal an, dass wir sehen. Das heißt, jetzt ist der... kommt jetzt, im Moment ist der Wechselrichter ist noch nicht an. Das dauert kurz einen Augenblick, die wird gleich wieder kommen. Da muss man einen Moment warten, das Entladen ist noch gestoppt. Und gleich sagt sie irgendwann... Das heißt, es dauert immer ein bisschen. Ja. Das heißt, du kannst nicht direkt loslegen. So, jetzt ist sie weg. Also jetzt habe ich sie leider getillt. Ja. Das war ein Fehler. Du heißt ja auch Till. Ja, ich habe sie getillt. Kannst du mal eine Batterie tillen. Das war die. So, sie ist wieder da. So, jetzt machen wir nämlich mal Folgendes. Jetzt bitte nochmal Föhn anmachen. Wir haben jetzt wieder hier den Beamer laufen mit 4 Ampere. Kann man mal kurz zeigen. Dann haben wir die Heißluftfritteuse, die jetzt ein bisschen aufwärmt. Und... Nee, das ist eine andere. Das sind also, sie suchen übrigens gerade die Batterie, weil wir hier 50 Lithium-Batterien haben. Guck nochmal die Nummer. Das war 07. Aber wir können ja mal eins machen. Du kannst ja schon mal verbinden. Du guckst mal die Nummer, denn die muss einmal mit der Seriennummer gekoppelt werden. 07221, das ist. Ich nehme mal eben meins. Du merkst, Wolfgang, ich bin ganz still. Das sind natürlich wieder die großen Spezialisten im Welt. Das ist immer das Problem, wenn man halt unzählige Batterien hat. Ich zeige es mal gerade, die stehen hier überall rum. Überall stehen Lithium-Batterien rum. Und die haben natürlich alle ein BMS. Und die werden auch alle gefunden dann. Und dann hast du immer das Problem rauszukriegen, im Prinzip, welche haben wir denn jetzt? So, da ist jetzt alles in Ordnung. Okay, und jetzt bitte mal den Föhn anmachen, so dass wir die jetzt mal zum Tillen bekommen, die Batterie. Wir werden mal... Heißluft und Föhn, genau. Jetzt haben wir hier... Stromentnahme 100, 250. Ist kurz.
sehr hoch gegangen, also jetzt bei 267 und jetzt schaltet sie gleich ab. Das ist aber auch die dritte Föhnstufe beim Dyson, das ist sehr viel. So, jetzt ist sie weg. Jetzt sagt sie, du versuchst mehr Strom zu entnehmen, als ich liefern kann. Das ist die Mitteilung, damit der Anwender weiß, da ist nichts Schlimmes passiert, sondern ich habe einfach zu viel Strom entnommen. So, jetzt, Moment, hör mal auf, mach mal nichts. Jetzt sollte der Anwender einige Verbraucher wegnehmen, zum Beispiel ich diesen Föhn ausschalten oder rausziehen. Mhm. Genau, das. Ja. So, und jetzt dauert das einige Zeit und dann kommt die Batterie wieder und sagt, alles ist wieder in Ordnung. Genau so soll es sein. Und so muss es sein, ja. Sie hat jetzt das Entladen gestoppt, weil das einfach zu viel war. Hier, ja? Und Laden ist erlaubt, Entladen ist gestoppt. Jetzt sagt sie, alles ist in Ordnung und gleich ist sie wieder da. Also ich muss es nochmal zusammenfassen. Wir haben hier den Wechselrichter dran gehabt, wir hatten einen Föhn dran, wir hatten eine Kaffeemaschine dran, wir hatten also bis deutlich über 150 Ampere. Dann hat die Maschine kurzfristige Entnahmen, wie mal kurz einen Kaffee ziehen, das hat sie auch mitgemacht. Aber wenn es dauerhaft über 150 Ampere waren, sagt eure Software nämlich, bitte abschalten, da stimmt was nicht. Ja. Das ist zu viel. Ja, genau so ist das. So ist das auch gewollt. Und es ist kein Qualitätsmerkmal, weil bestimmte, gerade Lithiumbatterien suggerieren, dass wenn man besonders viel entnehmen kann gleichzeitig, dass das ein Qualitätsmerkmal ist. Im Gegenteil, jede Batterie kann das. Aber man muss es begrenzen, ich habe es eben erklärt. Vorher weiß man nie, in welcher Umgebung die arbeitet, wie heiß die Umgebung ist. Und man weiß nie, was mit den Bauteilen passiert, die auch im System sind. Also Kabel werden warm, Kabel fangen an zu schmoren und es kann ein Brand ausgelöst werden. Und das ist der Grund, weshalb man in der Toleranz bleiben sollte. Und wenn die Toleranzgrenze überschritten ist, dauerhaft man die Batterie abschalten sollte. So, ich zeig mal gerade was. Die hier heißt nämlich All-in-One. Ist auch eine neue Technik, gibt es noch nicht so lange bei euch. Aber ihr habt jetzt drei Sachen in eins gemacht. Ja, was heißt eigentlich zwei Sachen in eins? Wir hatten ja früher drei verschiedene Batterien. Wir hatten die Batterie ganz normal Standard. Dann hatten wir die Batterie mit der Heizung, mit der eingebauten Heizung als Arktik-Version, die dann auch in Umgebungen bis minus 30 Grad geladen werden kann. Da die Heizung, wenn eine Ladung ansteht, die Batterie aufheizt. Und das dritte Feature ist IP67, das ist absolut wasserdicht. So. Und diese drei Dinge haben wir jetzt in eine Batterie, deshalb All-in-One. Das heißt, alle Batterien, die Lion Drone jetzt neuerdings ausliefert, können sowohl im Boot, können Wasser untergetaucht werden, können in der Arktik verwendet werden oder in Sibirien, wenn da jemand Lust hat hinzufahren oder ans Nordkap im Winter. Und er braucht da nichts Zusätzliches mehr zu kaufen, wie das im Frühjahr war. Da ist noch was dabei. Ich zeig's mal. Das ist üblicherweise auf dem Meer ziemlich egal. Dieses Ventil nämlich. Aber wenn ich im Wohnmobil bin, dann kann ich auch mal auf 4000 Meter Höhe fahren. Ja. Und da habt ihr so ein kleines Ventil eingebaut. Das ist ein Druckausgleich und auch ein Feuchtigkeitsausgleich. Es kommt noch etwas dazu. Wenn die Batterie montiert wurde in einer warmen, feuchten Umgebung, dann ist ja drin warme, feuchte Luft. Jetzt komme ich in eine kalte Umgebung. Dann kondensiert die Luft und ich habe leicht Feuchtigkeit in der Batterie. Und dieses Ventil verhindert das. Das ist ähnlich wie so ein Gore-Tex. Das heißt, die feuchte Luft kann raus, aber es kann keine Feuchtigkeit mehr rein. IP67 heißt 100% Wasser- und Feuchtigkeitsdicht. Ja, einer der Miterfinder der Liontron-Technik. Auch hier muss man nochmal drauf eingehen. Ihr habt einen Preis dafür bekommen. Das ist die am besten zu servitierende Batterie. Das kann man nicht nochmal das. Wir haben also vom Europäischen Caravaning-Verband 2022 den Nachhaltigkeitspreis bekommen. Und als Lithiumbatterie, das gab es bisher noch nie, weil Nachhaltigkeitspreise im Caravan-Bereich bekommt zum Beispiel eine Toilettenflüssigkeit, die man trinken kann oder wo man mit den Rückständen an die Blumen kippen kann, aber keine Lithiumbatterie. Die Lithiumbatterie hat das deshalb bekommen, weil die Lithiumbatterie, die Lion Drone, eigentlich so gebaut ist, dass man sie theoretisch 20 Jahre ununterbrochen nutzen kann und selbst wenn irgendwelche Fehler auftreten, man die beheben kann, ohne das Ding wegschmeißen oder verschrotten zu müssen. Da ist das Gehäuse ist schon mal für lange Zeit gefertigt. Das fängt schon an den entsprechenden Materialdicken, hast du mir mal erzählt. Das heißt, ihr habt die so gebaut, dass sie auch mal abstürzen kann. Wenn man ein Lion-Drone-Gehäuse sieht, ja, dann wiegt das fast 2 Kilo. So. Ja. Nur das leere Gehäuse. Da gibt es natürlich Kunden, die sagen, Wohnmobil ist doch so gewichtssensitiv. Warum habt ihr das so schwer gemacht? Also nur das reine Gehäuse wiegt schon so viel. Reine Gehäuse, ja. Warum ist das so schwer? Weil das so unheimlich, unglaublich stabil ist. Weil wir vorher die Erfahrung hatten,
dass wenn so eine Batterie fällt, sofort bricht. Dass wenn man die auf eine Schraube montiert, Vibrationen, ja. Ne, das will schon was heißen beim Till. Bei 160 Kilo. Ja. Ne? Also, das heißt, wir haben das Gehäuse schon mal recht stabil gemacht und schwer. So, dadurch ist die Batterie vielleicht ein Kilo schwerer als eine vergleichbare Batterie, die das nicht hat. Aber wir denken, das macht Sinn, langfristig gesehen. Till, das ist ja... Ein Kilo rettet uns nicht. Das ist ja wie im Zirkus hier. Ja, wir sind auch Zirkuspferde in Wirklichkeit. Okay. Also, ihr wisst Bescheid. Also eine neue Batterie, 12,8 Volt, 150 Amperestunden. Das Ganze sogar sustainable. Das heißt also, es ist haltbar. Und hier sieht man sehr schön, so ist das in der Batterie innen aufgebaut. Alle Batterien sind geschraubt. Das ist auch sehr interessant. Man kann sie komplett zerlegen, die ganze Batterie, und zwar bis auf die einzelne Zelle. Ja, so funktioniert. Aber was ist denn normalerweise? Sind die auch geschraubt, die üblichen? Nein, gibt's nicht. Das gab es überhaupt nicht. Als wir die Batterie entwickelt haben, wenn man das hier sieht, das ist eine ganz normale Panasonic-Typ-Zelle. Und da ist nichts zum Schrauben. Und wir haben dort eine Maschine uns bauen lassen. Das ist im Prinzip eine Schraube, das ist ein Metallkern. Das wird dann per Punktschweißtechnik da drauf dauerhaft verbunden. Mhm. Und hier genau das Gegenstück. Und somit hatten wir plötzlich aus einer normalen Zelle eine schraubbare gemacht. Und das war die Vorbedingung, um überhaupt unser Konzept zu realisieren, das innerhalb von 5 Minuten jedes Bauteil auszutauschen. Wolfgang Felsen, vielen Dank von Liontron. Und Till, danke, dass du den Wolfgang hierher gekarrt hast, in deinem Citroën, ja, wo uns auch eine Liontron drin ist. Ist Liontron gut? Sag ja. Ja, ich hatte es schon, bevor ich für Liontron gearbeitet habe, hatte ich schon eine. Und so kam ich auch zu Liontron. Mhm. Sehr schön. Ja, das glauben wir jetzt alle. Tschüss, Till. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt.